Moin Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was macht eigentlich ein Tesla aus, abgesehen vom elektrischen Fahren? Ganz klar, die Bedienung. Dieser Purismus, das Fehlen jeglicher Knöpfe, mal abgesehen von der Warnblinkanlage und vom Handschuhfachöffnen, das ist schon ganz anders als in irgendeinem Verbrennerauto. Sogar in den Elektroautos anderer Hersteller herrscht doch noch eher so die traditionelle Knopfbedienung vor, beziehungsweise gibt es viel mehr Knöpfe als im Tesla, auch wenn die mittlerweile bei vielen Herstellern immer weiter reduziert werden. Aber dieses komplette Fehlen jeglicher Knöpfe ist schon doch noch was anderes. Und es gibt nicht wenig Leute, die das nicht gut finden, die sogar sagen, das sei sehr kompliziert, überhaupt nicht intuitiv und sogar ein Sicherheitsrisiko, weil man zur Bedienung von diesem Display den Blick von der Straße wenden muss. Man muss auf das große Display gucken, man muss sich durch Menüs hangeln, man muss eine Funktion suchen. Man kann sie nicht erfühlen, weil das Display natürlich glatt ist und kein haptisches Feedback gibt, wie so ein Knopf, der halt irgendwie rund ist und man kann die Ecken ertasten. Nein, das sei halt sehr kompliziert. Für meinen Teil fahre ja nun so ein Auto und habe ja vorher auch 18 Jahre lang Verbrenner gefahren, die mit dem Stern. Und muss sagen, als ich in dieses Auto gestiegen bin, und ich habe mir vorher kein Handbuch durchgelesen. Ich habe mir natürlich vorher mal das eine oder andere Video angeschaut, aber ich habe innerhalb von 5 Minuten die gesamte Bedienung von diesem Auto verstanden. Und ich kann nur jedem raten, das mal selber auszuprobieren, in einen Tesla zu steigen und sich mal durch die Menüs zu klicken und zu gucken, was gibt's denn da überhaupt? Und das meiste, was man für den täglichen Alltag im Fahrbetrieb braucht, muss man gar nicht über das große Display benutzen, sondern man konfiguriert es sich auf das Lenkrad. Und wie das funktioniert, das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ja, wir haben hier im Lenkrad und in dem Lenkrad-Display eine sehr spartanische Funktionsauswahl. Doch ein bisschen anders als bei den Lenkrädern der meisten anderen Marken. Die haben doch mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Funktionstasten und Knöpfe. Ich persönlich finde das sehr verwirrend. Ich finde diesen Purismus hier mit diesen beiden Scrollrädern und im Prinzip nur 2 Tasten, eine Taste oben, eine Taste unten, mit einer relativ einfachen Beschriftung hier, finde ich sehr übersichtlich. Was kann man jetzt hier nur machen? Also man kann mit diesen Tasten im Prinzip dieses Display vor dem Lenkrad komplett frei belegen und man kann von dem Hauptcomputer hier die wichtigsten Funktionen über die rechte Taste auch ausführen oder auch ansteuern und mit der linken Taste oder mit dem linken Scrollrad kann man zum Beispiel laut und leise stellen für die Mediaanlage, fürs Radio, Track vor, Track zurück und auch noch diverse andere Funktionen. Das würde ich euch jetzt einmal zeigen. Also nehmen wir mal zum Beispiel die linke Taste. Wir haben also das Scrollrad und wenn ich das reindrücke, ganz kurz, dann geht die Musik an. Wenn ich es reindrücke, geht die Musik wieder aus. Wenn ich es aber länger reindrücke, dann seht ihr hier, dass ich wählen kann, indem ich das Rad drehe, was in diesem Feld für eine Funktion zu sehen ist. Also zum Beispiel die Uhr, die hatte ich vorhin. Ich persönlich mag so eine Analoguhr, selbst wenn sie auf dem Digitaldisplay ist, aber ich finde es gut, weil ich brauche irgendwie eine Uhrzeit, die ich schnell und klar ablesen kann. Deswegen habe ich mir da die Uhr hin konfiguriert. Ich kann aber auch, Moment, ich kann aber auch mir die Medien, also Radio oder Spotify oder was ich immer gerade höre, das sieht man jetzt hier, den Track, der gerade läuft, kann ich mir hin konfigurieren. Oder ich nehme die Energie. Das ist sozusagen der momentane Verbrauch. Über die letzten 50 Kilometer habe ich mir so eingestellt. Und ich sehe hier in diesem Kreis, wie viel der Wagen gerade an Strom verbraucht, wenn ich zum Beispiel beschleunige. Und wie viel er gerade rekuperiert. Also dann wechselt sozusagen eine Anzeige zwischen positiv in orange und negativ in grün. Und hier diese gelben Striche bedeuten im Prinzip nichts weiter, dass ich vermutlich so ungefähr so bei 40 kW Rekuperation limitiert bin, weil der Akku jetzt gerade sehr voll ist. Deswegen kann er momentan nicht mehr Leistung rekuperieren. Wenn der Akku leerer ist, geht es halt weg, diese Striche. Oder ich konfiguriere mir hier meinen Trip hin. Da sehe ich hier halt, wie viel Kilometer, Tageskilometerzähler, Trip-Kilometerzähler, was ich auch immer haben möchte, kann ich mir dahin konfigurieren. Oder den Status der Reifendrücke. Das geht nur, wenn der Wagen fährt oder an ist zumindest. Momentan werden hier keine Drücke angezeigt.
wenn ich dann losfahren würde, würden die Drücke da stehen. Oder das Navi, was ich momentan nicht aktiviert habe, weil ich keine Route programmiert habe, aber ich lasse mir hier immer wieder die Uhr stehen. So, in der Mitte ist klar, da haben wir den Kilometerzähler und das symbolische Model S, was ich fahre, das hat auch dieselbe Farbe. Ich kann es auch so konfigurieren, dass die Felgen die gleichen sind. Ich habe ja diese Sommerreifen habe ich ja auf diesen 19 Zoll Slipstream Felgen und die Winterreifen habe ich auf den klassischen 10 Speichen Felgen. Die kann man sich sogar so einstellen lassen vom Service, dass hier die Felgen richtig angezeigt werden. Und das gleiche gilt eben auch für das rechte Scrollrad. Hier kann ich auch durch lange Drücken die gleichen Funktionen auswählen. Also auch hier eine Uhr, Media, Energie, Trips, Status für den Reifendruck. Kann auch mein Telefon hier drauflegen. Das ging auf der anderen Seite tatsächlich nicht. Ich habe hier üblicherweise immer die Energie stehen. Und so dass ich halt zwei kleine Rundinstrumente habe, einmal die analoge Runduhr und einmal diese Energieanzeige. Das ist so meine persönliche Lieblingseinstellung. So, das waren jetzt nur diese beiden Scrollräder, wenn ich sie reindrücke. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel beim rechten Scrollrad diese untere Taste einmal drücke, dann habe ich hier im Display die Möglichkeit auszuwählen, was ich durch das Drehen dieses rechten Scrollrads für Funktionen ausfüllen möchte. Im Moment habe ich mir so im Sommer konfiguriert, dass ich das Sonnendach mit diesem Scrollrad, also ich drehe das mal. So, und jetzt seht ihr hier, die Kamera bewegt sich, stopp! Ja, ich habe die Kamera am Sonnendach befestigt, von daher war das eine doofe Idee. Ja, aber ihr habt es gesehen, wenn ich daran drehe, dann kann ich das Schiebedach auf- und zufahren und das ist meine typische Sommereinstellung. Ich kann hier meine Kontakte aus meinem Handy auf dieses Display legen und dann durchscrollen. Ich kann die letzten Anrufe hier mir anzeigen. Dann hatte ich die Displayhelligkeit kann ich hier einstellen, wenn ich möchte. Ich kann die Lüftergeschwindigkeit hier einstellen und die Temperatur. Die Temperatur zum Beispiel ist meine Wintereinstellung. Weil ich im Winter dann doch oft an der Temperatur rumspiele, weil es vielleicht ein bisschen zu kühl ist oder zu warm und dann habe ich hier immer die Temperatur im Griff und kann das hier regeln. Muss also überhaupt nicht auf das große Hauptdisplay zugreifen. So, und wenn ich jetzt hier eine Route ins Navi einspeichere, das mache ich mal eben, ich sag mal eben, zu meiner Arbeitsstätte soll es führen. Dann wird hier im Display natürlich statt der linken Seite mir das Navigationssystem angezeigt. Zusätzlich zu dem Navi, was ich natürlich hier in dem großen Display habe. Eine weitere Funktion für diese Scrollräder ist, dass man mit diesen beiden Rädern, wenn ich sie beide gleichzeitig reindrücke, kann ich den Bordcomputer einmal resetten. Das muss man manchmal machen leider, weil es ist halt hier ein fahrender Computer und manchmal gibt es halt ein Softwareproblem und irgendwas hängt sich auf. Gerade auch Spotify ist manchmal so ein bisschen zickig und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie da lädt sich nichts, obwohl ich vollen Ausschlag LTE habe, dann hängt da manchmal was und dann hilft es immer, wenn man hier mit diesen beiden Tasten, wenn man sie also länger als 5 Sekunden drückt, dann rebootet sich dieser Hauptscreen. Und es gibt auch noch einen weiteren Tipp, wenn ich dabei noch das Bremspedal runterdrücke und hier drauf drücke 5 Sekunden, dann ist sozusagen dieser Reboot nochmal irgendwie ein bisschen tiefer, sodass sozusagen irgendwelche Parameter aus dem RAM gelöscht werden und möglicherweise weiterhängende Funktionen dann doch wieder funktionieren. Hat manchmal schon was gebracht. Außerdem kann ich durch Drücken der beiden oberen Tasten hier, wenn ich das Bremspedal drücke und die beiden oberen Tasten 5 Sekunden drücke, dann reboote ich sozusagen diesen Hauptscreen. Das musste ich im Prinzip noch nie machen, weil der lief eigentlich immer. Aber wenn hier irgendwas nicht in Ordnung ist und man das Gefühl hat, da hängt was, dann ist das eine Lösung. Man kann die Bremse drücken, muss man natürlich dafür stehen und hier mit diesen beiden Tasten diesen Screen rebooten. Ja, hier oben ist noch eine Taste, das ist die Sprachsteuerung. Da kann ich Befehle reinsprechen und ja, momentan rede ich halt und er kann sie nicht interpretieren und kann sie dann durch erneuten Druck auf diese Sprechtaste kann ich sie ausführen. Zum Beispiel navigiere nach da und dahin oder spiele diesen und jenen Song oder suche bei Spotify das und das. Das funktioniert eigentlich wunderbar.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Hauptscreen oder MCU, wie sie auch im Tesla-Deutsch sozusagen genannt wird. Heißt wahrscheinlich sowas wie Main Computer Unit oder sowas. Ja, dieses Hauptdisplay ist erstmal riesig. Das ist ein 17-Zoll-Monitor. Und das ist natürlich auch der Grund, weswegen alle Leute, die in so einen Tesla reinsteigen, erstmal wow ausrufen. Weil das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich, so ein Riesendisplay auch noch hochkant zu haben. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Ganze ist ja jetzt schon ein Design, was von 2012 ist. Das heißt, es ist jetzt 8 Jahre schon so und hat sich seitdem auch nicht wesentlich verändert, bis auf vielleicht ein paar Materialien, die anders geworden sind oder irgendwie die Rahmenfarbe hier von diesem, das ist übrigens Kunststoff, sieht nur so aus wie Chrom. Ja, dieses Display, was kann man damit machen? Also ich habe bei mir zum Beispiel es so eingestellt, dass die Schaltflächen schwarz sind. Man kann das natürlich in den Tagmodus stellen, dann sind sie weiß. Ich habe es auf den Nachtmodus stehen, weil ich es einfach diesen Dark Mode sozusagen, den habe ich auch gerne bei anderen Apps auf dem Smartphone oder auf dem iPad. Das mag ich einfach lieber, das gefällt mir optisch besser. So, okay, die ersten Funktionen, die sind nämlich überhaupt nicht kompliziert. Es gibt hier unten eine Leiste an Grundfunktionen, die man nutzen kann. Also zum Beispiel das Auto, das sind alle Einstellungen, die man hier in diesem Auto überhaupt machen kann. Also das, wofür andere Autos Knöpfe haben, das findet man nur ausschließlich auf diesem Display. Die einzigen beiden Knöpfe in diesem Auto ist die Warnblinkanlage und das Öffnen des Handschuhfachs. So, fangen wir doch mal oben an. Wir haben also, wenn ich auf das Auto drücke, immer einen Schnellzugriff. Das heißt, wir haben hier die Beleuchtung, wir haben die Einklappfunktion für die Außenspiegel. Das geht aber auch mit den Tasten an der Tür natürlich. Ich kann hier die Frunkhaube öffnen. Ich kann das Sonnendach hier auf und zuschieben. Ich kann auch hier mit dem Finger sozusagen dieses Dach ziehen und bis auf eine Position ziehen von, sagen wir mal, 20% und es öffnet sich entsprechend. Das ist schon ziemlich cool, benutze ich aber nie, weil ich das ja, wie gesagt, aufs Lenkrad konfiguriere. Dann kann ich hier die Ladeklappe öffnen, ich kann die Heckklappe öffnen und hier die Displayhelligkeit natürlich verstellen oder sie auf Auto stellen, dann richtet die sich nach der Umgebungshelligkeit. Das ist sozusagen das, was im Schnellzugriff ist, was man relativ häufig benutzt und deswegen gibt es hier so eine Art Schnellscreen. Dann haben wir hier die Federung. Ich habe einen Wagen mit Luftfederung, das heißt, ich kann den Wagen rauf und runter fahren. Standardhöhe ist sozusagen immer eingestellt. Ich kann ihn auch noch absenken und ich kann ihn hoch oder sehr hoch fahren. Das Ganze basiert sogar auf GPS-Koordinaten. Das heißt, wenn ich den Wagen hochfahre an einer bestimmten Stelle irgendwo, wo ich bin, dann fragt er mich, ob ich das beim nächsten Mal immer an dieser Stelle machen möchte. Und wenn ich das bejahe, dann macht er das automatisch, sobald ich diese Position erreiche. Es funktioniert natürlich nicht metergenau, aber sagen wir mal, auf ein paar hundert Meter funktioniert das relativ gut. Dann kann ich noch einstellen, ab welcher Geschwindigkeit der Wagen sich automatisch absenken soll, auf niedrig. Das senkt natürlich den Luftwiderstand und das habe ich bei mir auf 100 km/h gestellt. Das heißt, auf der Autobahn, wenn ich auf die Autobahn fahre, dann senkt der Wagen sich automatisch auf niedrig und ist natürlich dann günstiger für den Stromverbrauch. Ja, kommen wir zu den Leuchten. Hier haben wir also die Lichtsteuerung für die Scheinwerfer. Standardeinstellung immer Auto, ist klar. Ich habe Nebelscheinwerfer vorne, hinten. Ich kann die Deckenleuchten steuern, auf Auto habe ich sie natürlich immer stehen. Ich habe die Ambient-Beleuchtung an, dann habe ich einen Abblendassistent an. Das heißt, dass der Wagen im Prinzip, ich kann immer auf Fernlicht stellen und der blendet automatisch ab. Das funktioniert mehr oder weniger gut, aber da ich dem nicht ganz so traue und auch ich nachts eigentlich niemanden blenden möchte, habe ich das natürlich zwar eingestellt, aber das Fernlicht mache ich dann tatsächlich manuell ein und aus. Ist mir einfach sicherer. Dann kann man noch einstellen, Scheinwerfer nach Ausstieg. Das heißt, wenn ich den Wagen verlasse, dann leuchten die Scheinwerfer noch, ich glaube, 30 Sekunden oder eine Minute nach. Habe ich tatsächlich aus, brauche ich nicht. Der nächste Punkt betrifft das Fahren, wie die Beschleunigung ist. Ich habe auf Standard stehen, lässig, dann geht er halt nicht so brachial nach vorne. Das ist dann ganz gut, wenn man zum Beispiel mit älteren Leuten fährt oder auch wenn man den Hund hinten drin hat. Dann stelle ich oft gerne auf lässig, dass ich nicht aus Versehen mal so ein bisschen zu viel Gas gebe und alle irgendwie nach hinten fliegen. Und Lenkmodus habe ich immer auf Standard stehen. Es gibt noch Komfort und Sport. Ich persönlich habe da den großen Unterschied zwischen diesen Stufen noch nicht so richtig rausgefunden. Ich merke da jetzt nicht so wirklich viel. Soll aber einen geben. Vielleicht kann mich jemand aufklären, was eigentlich genau das macht. Regeneratives Bremsen, Standard und Niedrig habe ich immer auf Standard stehen. Wenn man auf Niedrig stellt, dann rekuperiert er halt nicht so stark.
Kriechmodus kann man einstellen, dann bedeutet das, dass wenn ich die Bremse loslasse, der Wagen dann langsam anrollt. Das will ich eigentlich nie, weil ich finde es gut, dass wenn ich die Bremse einmal trete, der Wagen auch stehen bleibt und ich kann die Bremse loslassen und der Wagen bleibt einfach trotzdem stehen und fährt nicht weiter. Schlupfstart, das kann man benutzen, wenn man im Matsch oder Schnee steht und die Reifen nicht durchdrehen sollen. Und den Reichweitenmodus kann man einschalten, wenn man maximale Reichweite braucht. Der Reichweitenmodus hat halt Einfluss auf die Klimaanlage. Die Leistung wird auf die Hälfte reduziert und Batterie wird weniger erwärmt. Autopilot-Einstellungen gibt es halt diverse Funktionen. Wann ich über irgendwelche Geschwindigkeitsüberschreitungen gewarnt werden möchte, ob ich das möchte, ob es einen Ton geben soll, ob es nur eine Anzeige geben soll, wie viel Abweichung ich tolerieren möchte, bevor er warnt, wie die Auffahrwarnung ist, früh, spät, normal, Spurhalteassistent kann ich einschalten, automatische Notbremsung kann ich ein- und ausschalten, hindernisabhängige Beschleunigung bedeutet, wenn er ein Hindernis erkennt und ich Gas gebe, obwohl da eigentlich ein Hindernis ist, was er erkennt, dann verweigert er das, ist manchmal auch ganz nützlich. Hier gibt es ein paar Einstellungen für die Bedienung, muss ich nicht alles vorlesen. Dann haben wir hier Display-Einstellungen, da kann ich sogar ein bisschen scrollen. Da gibt es also viel auf diesem Screen hier. Interessant ist halt noch die Energieanzeige, dass ich zwischen Kilometer, das sind dann sozusagen die Kilometeranzeige im Display oder die Prozentanzeige umschalten kann. Und ja, hier so ein paar deutsch, also europäisch-amerikanische Umstellungen von Fahrenheit auf Celsius, von Reifendruck, Bar auf PSI und so weiter. Ist nicht weiter interessant. Spracheinstellungen, Regionaleinstellungen, nicht weiter interessant. Das hier ist noch interessant, der Energiesparmodus. Der ist bei mir nämlich an. Und der Haken immer verbunden ist bei mir auch an. Da ich in meiner Garage WLAN habe, möchte ich einfach, dass der Wagen, wenn er dann bei mir steht, mit dem WLAN immer verbunden bleibt. Hat den Vorteil, dass ich einfach schneller Software-Updates bekomme, wenn der Wagen im WLAN hängt. Und vor allem kann ich ihn dann mit der App schneller ansprechen und muss nicht über das mobile Netz ausweichen. Der hat ja eingebautes LTE. Aber der LTE-Empfang ist bei mir zum Beispiel da, wo ich wohne, total grottenschlecht. Da hat die Telekom leider, oder ist das O2, ich weiß gar nicht, welche Karte hier drin steckt, von welchem Anbieter. Aber der LTE-Empfang ist bei mir hier in der Gegend Grotte. Also da bin ich lieber im WLAN. So, und der Energiesparmodus bedeutet, dass, wenn ich den Wagen verlasse, doch die Systeme relativ weit runtergefahren werden. Das hat den Vorteil, ich habe so gut wie keinen Vampirverlust. Vampirverlust ist also der Verlust, der entsteht, wenn man den Wagen abstellt und nicht benutzt, sagen wir mal über Nacht. Und da kann es passieren, dass über Nacht 1% oder sogar mehr verloren geht. Und ich hatte schon mal den Fall, da gingen bei mir 5% über Nacht verloren und ich konnte es mir nicht erklären. Und die Ursache war dann, dass ich immer verbunden war und hatte mich zum Test für eine neue App angemeldet, die sozusagen meine Fahrzeugdaten ausliest, um den Verbrauch, um die Ladezyklen automatisch zu berechnen. Und diese App hat sozusagen alle 5 Minuten den Wagen abgefragt, sodass der Wagen nie eingeschlafen ist über Nacht. Und das hat einfach Energie gezogen. Da habe ich mich ganz schnell wieder abgemeldet. Der weitere Nachteil, kleiner Nachteil beim Energiesparmodus ist, dass wenn ich den Wagen morgens betrete und auf Drive stelle, dann dauert das ein paar Sekunden, bis das Display hier hochgefahren ist. Ich würde mal sagen, das dauert zwischen 5 und 20 Sekunden. Hängt wirklich manchmal von der Tagesform ab. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Wenn der Energiesparmodus aus ist, dann geht es instant. Ne? Also dann drücke ich auf D und das Display ist an, weil der Wagen nicht so tief eingeschlafen ist. Dafür verbraucht er halt auch in Ruhe ein bisschen mehr Energie. Will ich aber nicht. Mit den 20 Sekunden kann ich leben. Nächste Funktion betrifft die Trips oder Kilometerzähler. Hier kann ich mir 4 verschiedene Zähler sozusagen definieren. Ich kann diese Zähler über diese Checkboxen hier auch dann auf das Lenkraddisplay legen lassen, wo ich mir die Trips anzeige. Also zum Beispiel hier aktueller Trip oder seit dem letzten Laden oder der Gesamtkilometerzähler. Das sind sozusagen die vordefinierten. Und es gibt 2 Trips, die ich mir jetzt selber konfiguriert habe. Einmal alle Fahrten gesamt, seitdem ich den Wagen gekauft habe. Und einen individuellen Trip-Zähler, der jetzt hier noch auf dem letzten Trip nach Sylt steht.
Die kann ich auch zurücksetzen, kann ich umbenennen, indem ich hier drauf drücke und kann ihm einen Namen geben. Das ist total sehr interessant und sehr nützlich. Navigation kann ich einstellen, wie ich die Navigation verwenden möchte. Ist auch Standard im Prinzip. Sicherheitsfunktionen sind ein paar da. Ob ich Signale beim Einparken haben will, ob ich die Alarmanlage einschalten will, wann sie reagieren soll bei Kippen oder bei Einbruch und ob ich zum Fahren eine PIN eingeben muss zum Beispiel, ob ich den Kabinenüberhitzungsschutz einstellen möchte. Das bedeutet, dass hier in dem Auto nie eine Temperatur über einen bestimmten Wert gehen darf. Dann geht die Klimaanlage an. Ob ich halt mobil auf den Wagen zugreifen können will, ob ich das schlüssellose Fahren aktivieren möchte. Und am Ende Datenschutzerklärung, Weitergeben von Daten, die gehen natürlich alle an Tesla. Das muss man natürlich, dem muss man sich bewusst sein. Ja, und diese Funktion hier ist auch noch interessant, Fahrzeug ausschalten. Das ist im Prinzip auch sowas wie ein Reset. Und also es gibt Berichte, dass wenn irgendwas wirklich hakt und man trotz Reset hier nicht weiterkommt und irgendwas klemmt, also an der Software natürlich, dann hat es auch schon geholfen, dass man das Fahrzeug hier richtig ausschaltet, auf diesen Knopf drückt und ein bisschen wartet, also 5 Minuten, 10 Minuten wartet und dann sind wirklich alle Verbraucher ausgeschaltet, alle Kondensatoren quasi entleert und es ist alles stromlos und man muss nur die Bremse drücken und wieder auf P stellen, so wie ich das gerade gemacht habe, dann geht es wieder an. Also habe ich auch schon mal benutzt und es hat bei mir tatsächlich was gebracht. Da hing irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es war. Aber irgendwas an der Software ging nicht und dann habe ich das mal ausgeschaltet, gewartet, wieder eingeschaltet und danach war es gut. Ja, interessante Sache. Service habe ich hier noch eine Funktion, das geht für die Reifendruckkontrollsensoren. Wenn man die Scheibenwischer ausbaut, dann kann man die hier in Service-Modus stellen, nicht, dass die aus Versehen angehen. Und der Schleppmodus ist auch noch sehr interessant, wenn der Fahrzeug in Parkstellung befindet und ich das Bremspedal drücke, dann kann ich den Schleppmodus einstellen. Und der Schleppmodus bedeutet, dass ich dann sozusagen die Antriebsachsen entkopple und ich kann dann den Wagen abschleppen oder anschieben. Im normalen Modus geht das nämlich nicht, weil der natürlich als Automatikgetriebe, ja, der ist ja mit den Motoren verbunden und da sollte ich den Wagen auf keinen Fall abschleppen. So, dann habe ich hier noch Software. Da kann ich ein paar Sachen einstellen, ob ich die Software zum Beispiel mit Priorität bekommen möchte. Das ist relativ neu seit dem letzten Software-Update. Da kann ich auch nochmal die Versionshinweise sehen. Und das war es im Prinzip. Hier unten ist noch das Online-Nutzerhandbuch. Das heißt, ich habe hier auf dem Display, wenn ich da drauf drücke, das gesamte Benutzerhandbuch für den Wagen im Display-Zugriff. So, das waren die Funktionen, die ich hier benutzen kann. Also ganz ehrlich, außer das Navi und die Mediaanlage, natürlich hier Klimatisierung, braucht man nicht ständig an diesem Display rumfummeln. Also das ist wirklich, wird vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt, wenn die Leute sagen, man muss ständig hier auf dieses Display schauen und ständig daran rumstellen. Das ist nicht wahr. Mache ich auch nicht und das muss man auch wirklich nicht. Navigationssystem. Ist klar, man drückt hier auf Navigieren und kann dann auch entweder per Sprachsteuerung oder hier per Tastatur sein Ziel eingeben. Und wenn man dann ein Ziel hat, dann geht die Berechnung relativ schnell und wird auf dieser Google-Karte natürlich angezeigt. Ich kann die Karte auch so umstellen, dass sie nicht die Satellitenansicht zeigt, sondern die Schwarz-Weiß-Ansicht, da ich den Nachtmodus anhabe, ist das hier natürlich auf Schwarz. Man kann es auch eben auf Weiß darstellen. Aber mir persönlich gefällt das nicht so. Das dauert auch ein paar Sekunden, bis sich das jetzt hier umgestellt hat vom Seitenaufbau. Also mir gefällt es besser in der Satellitenansicht, muss ich zugeben. Das ist mir zu kontrastarm. War in einer der, die 8er Software war da besser vom Kontrast und seit der 9er Software ist es für mich sehr schlecht ablesbar, muss ich sagen. Gibt es auch andere, die das kritisieren. Diese Ansicht finde ich persönlich besser. Und es ist auch von der Reaktionsgeschwindigkeit doch recht zügig, muss ich sagen. Und die Darstellung der Satellitenbilder hier ist wirklich knackscharf. Also, und das sind Google-Karten. Hier steht, es sind Google-Karten. Also da kann man schon wirklich nicht meckern. Da, die Darstellung ist erste Sahne. Also im Audi zum Beispiel, im e-tron war das total unscharf. Fand ich doof.
Hier ist das wirklich klasse. Ja. Okay, und hier unten diese Leiste, da kann ich die Media, also Radio einblenden. Ich kann hier unten so eine Art Playlist mir anzeigen lassen, durch die ich scrollen kann. Hier sehe ich also meine letztgespielten Playlists von Spotify. Auf der anderen Seite sehe ich hier meine Favoriten, die ich mir hingelegt habe. Das sind Radiosender oder auch DAB-Sender oder auch Internetradio. Der hat ja TuneIn, das ist sozusagen Internetradio. Da kann ich mir jeden beliebigen weltweit verfügbaren Internetsender hier ins Auto holen. Das ist richtig gut. Spotify habe ich natürlich hier voll im Zugriff mit einem Tesla-Account. Das ist im Kaufpreis des Autos inbegriffen. Das heißt, ich habe hier voll Zugriff auf Spotify dank Tesla und kann hier alles machen, meine Musik hören, die ich möchte, Playlists hören. Das ist richtig klasse. Internetradio habe ich schon gesagt. Telefonfunktion habe ich hier noch. Und die Einstellungsfunktion für Klang. Ich habe also nicht das große Soundsystem, das heißt, ich habe das Standard-Soundsystem. Habe hier so einen Equalizer, kann die Balance einstellen der Boxen, also hier sozusagen den Audioschwerpunkt nach hinten, nach vorne, nach links und nach rechts steuern. Das ist auch richtig schick. Und als Option habe ich hier nur noch die mobile Steuerung, das heißt, ich kann mit dem Handy eine Playlist auswählen und die dann hier quasi einstellen, ohne dass ich auf das Display greifen muss. Ja, Suche habe ich noch, sodass ich hier in Spotify oder sonstige Sachen suchen kann. Kann auch die Sprachsteuerung dafür benutzen. Funktioniert super klasse, sodass man das Display eigentlich dafür nicht benutzen muss. Dann habe ich hier noch Sitzheizung links und rechts. Die gesamte Klimatisierung. Der Wagen hat Kaltwetterpaket. Das heißt, ich kann hier für die Sitze Fahrersitz, Beifahrersitz oder auch jeden hinteren Sitz die Sitzheizung in 3 Stufen regeln oder alle wieder ausmachen. Ist auch wunderbar, sehr komfortabel. Ich habe hier eine Lenkradheizung und das ist die Heckscheibenheizung. Das hier ist noch ein ganz witziger Modus. Das ist der sogenannte Biohazard-Modus. Das heißt, wenn irgendwie Gerüche ins Auto eingedrungen sind oder so, na, dann kann ich da drauf drücken und dann wird hier sehr stark Luft reingepustet, sodass im Auto ein Überdruck entsteht. Leider ist die Luft doch recht kühl und durch den Überdruck werden sozusagen Gerüche hier von außen ferngehalten. Naja, es ist ein kleiner Gag, funktioniert leidlich. Ich benutze das im Prinzip so gut wie nie. Und ausschalten kann man das auch zum Glück. Ja, Klimatisierung ist klar. Umluft, Automatikstellung an, aus. Und ich kann auch einstellen, dass der Wagen klimatisiert bleibt, wenn ich den Wagen verlasse. Ist natürlich energiefressend, ist klar. Und hier seit dem letzten Software-Update habe ich auch diesen Hundemodus, Dog Mode, wie er in Tesla Deutsch heißt. Das heißt, wenn ich jetzt den Wagen verlasse, dann wird auf dem Display hier ein Hund angezeigt und eine Temperaturanzeige. Und die Klimaanlage hält den Wagen dann ungefähr auf 20 Grad oder auf das, was ich hier eingestellt habe. Ich mache das mal wieder aus. Hier geht das Gebläse gerade an. Und dann steht hier, keine Sorge, das Auto ist klimatisiert auf 20 Grad, dem Hund geht's gut, Sie müssen hier nicht die Scheibe einschlagen, auch wenn ich in der Sonne stehe. Sehr praktische Funktion. Cool, und hier habe ich die Möglichkeit, alles anzufassen und nach unten oder oben zu schieben. Das ist auch seit dem 9er Software-Update sehr praktisch, sodass ich hier nicht feste, starre Fenster habe, so wie es beim 8er noch war. Das kann ich jetzt hier wirklich auch von der Größe her steuern. Ich kann bis zu 3 Bildschirme mir hier anzeigen lassen. Einmal den Verbrauch, dann das Radio und das Navi gleichzeitig. Ich kann es auch nach oben schieben, dann wird das Navi hier ganz klein und habe hier noch Spotify im Zugriff. Ja, das ist irgendwie sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut und ich finde es vor allem total intuitiv. Es reagiert wahnsinnig fix, man hat so gut wie keine Latenzzeiten. Und das auch bei diesem Wagen, der ja schon von 2016 ist. Das heißt, die CPU von dem Bordcomputer ist jetzt nicht die wahnsinnig schnelle. Die aktuellen Modelle sind um ein Vielfaches schneller noch. Das gefällt mir richtig gut und ich weiß auch nicht, wie man jetzt auf die Idee kommt, das sei kompliziert. Also ganz ehrlich, ich finde es extrem intuitiv, gerade wenn man so ein iPad benutzt, so wie ich ständig, oder ein iPhone, dann muss man eigentlich kein Handbuch studieren, um das ganze Auto bedienen zu können.
Last but not least hat man hier noch eine Blendfunktion für weitere Funktionen. Also man hat hier den Kalender zum Beispiel im Zugriff aus seinem Handy. Dann hat man die Energieanzeige, die hatte ich vorhin schon mal eingeblendet. Und es gibt tatsächlich einen Internetbrowser. Man meint es nicht, aber der ist hier in meinem Auto leider sehr, sehr, sehr langsam. Selbst mit der WLAN-Verbindung hier in meiner Garage ist der Seitenaufbau wirklich quälend. Also nicht wirklich benutzbar, Tesla. Da könnt ihr was verbessern. Hier kann man sich die Rückkamera, ich habe ja nur eine Rückkamera, auf das Display holen, auch wenn man nicht rückwärts fährt. Das ist manchmal ganz lustig. Hier kann man das Telefon anzeigen lassen und hier kann man die Ladeanzeige sich einblenden, die auch hier oben über diesen kleinen Blitz einzublenden ist oder auszublenden ist. So. Hier oben sind auch noch ein paar Icons, die habe ich fast vergessen. Hier kann man sich das persönliche Profil abspeichern. Das ist halt die gesamte Einstellung für Lenkrad, für Sitzposition, Spiegel. Das bedeutet im Prinzip, man kann bis zu, ich glaube, es ist glaube ich sogar unbegrenzt, ich weiß das gar nicht. Muss mir gucken, wie viel man machen kann. Ja, man kann glaube ich zumindest mehrere, also mehr als 5 kann man einspeichern. Ich weiß nicht, ob es unbegrenzt ist, aber viele Autos haben ja nur 3 Profile. Hier habe ich ja schon mal mindestens 4 im Moment, inklusive Gast. Und es gehen also auf jeden Fall mehr. Kann man einen Namen eingeben und dann abspeichern, wie die aktuelle Position der Sitze, der Spiegel und des Lenkrads ist. Wie gesagt, ist super praktisch. Man kann es auch so einstellen, der Wagen hat ja 2 Schlüssel mitgeliefert, dass wenn ich mit meinem Schlüssel den Wagen betrete, wird automatisch mein Profil eingestellt. Und wenn meine Frau mit ihrem Schlüssel den Wagen betritt, wird automatisch ihr Profil eingestellt, ohne dass sie hier jetzt irgendwas auswählen müsste. Super praktisch. Ja, dann gibt es hier noch die Funktion für den Home-Link. Da kann ich drauf drücken und dann mein Garagentor auf- und zufahren, indem ich auf eine Taste drücke. Da ich jetzt unter dem Tor stehe, würde ich das ungern mal eben ausprobieren, nicht, dass das Tor jetzt runterfährt. Man kann sich das auch so einstellen, was ich gemacht habe, dass ich, wenn ich mich dem Haus nähere, ab 15 Meter Entfernung das Garagentor automatisch rauffährt, also sich öffnet. Und man kann es auch so einstellen, dass wenn man rausfährt und der Wagen 15 Meter entfernt ist vom Haus, also wegfährt, dass das Tor dann automatisch zugeht. Das habe ich aber aus Sicherheitsgründen nicht gemacht. Denn wenn ich wegfahre, kann ich nicht sehen, ob vielleicht irgendwie ein Kind unter dem Tor steht oder ein Tier, eine Katze. Und dann fährt das Tor zu und ich habe da keine Kontrolle drüber. Das ist mir zu riskant. Deswegen mache ich das Tor mal von Hand zu. Muss ich hier halt auf das Haus drücken und dann die Taste Garagentor schließen einmal drücken. Hier gibt es noch ein Tesla-Symbol. Ist auch sehr pfiffig. Da gibt es nämlich hier die sogenannten Easter Eggs. Aber das ist ein anderes Video. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Gibt es auch genug drüber schon. Spiele, Furzkissen. Also Kaminfeuer, was ihr wollt. So, WLAN hatte ich. Dann gibt es hier noch Bluetooth an, aus. Das ist das mit dem Telefon koppeln. Und das waren im Prinzip die Funktionen von diesem Hauptdisplay. So, das war ein kleiner Ausflug in die Bedienung eines Teslas. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.